Henry meldet aktive Fälle von grünem Gift. Sie kommen anscheinend aus dem DCD. Was auch immer da los ist, wir müssen dafür sorgen, dass es aufhört. Aktives Terminal erkannt. Schließen Sie Isaac ans Terminal an und besorgen Sie uns Daten. Verbindung hergestellt. ECD-Datenstrom aktiviert. Mal sehen, was wir hier haben. Auf der Nordseite ist unweit Ihrer Position ein aktives Labor. Das sollten Sie als erstes stilllegen. Jetzt! Auf! Es scheint so, dass das Labor sich am besten mit dem Dekontaminierungsprotokoll stilllegen lässt. Das heißt doch auch nur, alles wird sterilisiert, oder nicht? Isaac findet kein Gas für die Dekontaminierung. Sie müssen die Zufuhr deaktiviert haben. Nehmen Sie die Hauptleitung im Keller. Das sollte es wieder zum Laufen bringen. Öffnen Sie die Brennstoffleitung, dann sollte das Gas zur Dekontaminierung ausreichen. Das Dekontaminierungsprotokoll kann vom Labor über Ihnen initiiert werden. Wenn Sie nach dem Auslösen dort bleiben, sollten Sie sicher sein. Oberster Stock, Sie können das nicht verfehlen. Es ist mitten im Labor. Virenproben erkannt. Das könnte man wohl sauber nennen. Ich schnappe ihn. Sie sollten auf der anderen Seite der Baustelle des Westflügels Zugang zur Leichenhalle haben. Wurden die Leichen nicht richtig entsorgt, könnte es wieder zu einem Ausbruch kommen. Verteilt euch und sucht sie! Sie können überall... Davon aus, dass die Outcasts das Blut eines asymptomatischen Trägers benutzen. Von jemandem, der infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Das hieße, sie verwenden das grüne Gift als Waffe. Vernichten sie alles, was kontaminiert sein könnte. Emmeline ist die Anführerin der Outcasts.
Wenn sie eine asymptomatische Trägerin ist, sind sie auf ewig mit dem Virus versorgt. Agent, auf dem Rückweg kommen Sie an der Forschungsbibliothek des DCD vorbei. Ach so, eine Bitte, wenn Sie schon mal drin sind. Besorgen Sie alles zum Thema Breitspektrum-Virostatika. Analyselabor des DCD ist dort vorne. Schauen Sie sich nach Daten für Kelso um. Datentransfer initialisiert. Jetzt geht's richtig los. Hier! Gemeinsam! Datentransfer abgeschlossen. Sie können jetzt da raus. Das Labor und die Proben sind vernichtet und es gibt nicht mehr viel, was die Outcasts von dort aus anrichten können. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Und sie morden weiter. Dort für Sie markiert. Was zum Geier? Bleib hier! Ich geh nachsehen! Agent, Sie müssen den Hauptfluchtweg abschneiden. Eliminieren Sie die Boote, die südwestlich Ihrer Position anlegen. Ich behalte den Haupteingang im Auge und sorge dafür, dass er nicht wieder reinkommt. Ich bin drin. Der Haupteingang ist sauber. Ja.
reinigt sie um jeden Preis. Zumindest wissen wir jetzt, dass der Stratege zu Hause ist. Da sind jede Menge Feindziele an der Anlegestelle. Die sichern die Boote. Die warten wohl auf den Befehl zum Ablegen. Wenn der Stratege auf eines dieser Boote kommt, erwischen wir ihn nicht mehr. Machen Sie weiter. Sie sind fast da. Star Agent, hoffentlich nicht zu spät. Haltet sie von dem Boden fern, um jeden Preis! Ich verzeichne viel Bewegung in Richtung der Boote, aber keine Spur vom Strategen. Agent, Feindziele bewegen sich zu ihrer Position bei der Anlegestelle. Wir brauchen Verstärkung bei der Anlegestelle. Sofort! Erledigt die Eindringlinge! Beschützt die Boote! Agent am Boden. Kelso? Kelso! Scheiße. Agent Kelso antwortet nicht mehr. Verflucht, Kelso. Okay, leichte Planänderung. Die Boote sind Geschichte, also sollte das Ziel noch immer drin sein. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht an uns vorbeikommt.
Ohne Kelso wird es nicht einfach, den Strategen festzunehmen. Es liegt jetzt an Ihnen, Agent. Sie müssen durch das Theater. Schneidet Ihnen den Weg ab und legt sie um! Waren das Schüsse? Ich habe keine Verstärkung geschickt, Agent. Sie müssen das Gebäude säubern. Ich bin nicht tot. Nicht alle auf einmal jubeln. Moment. Ist das Kelso? Meine Uhr war hinüber und damit meine Kommunikation. Also geben Sie mir Deckung. Ich laufe zum Balkon. Dann gehen Sie runter in die Kontrollhalle. Oh, Gott sei Dank. Das ist Kelso. Wir haben ihn. Das war gute Arbeit, Agent. Sie können stolz auf sich sein. Nur gemeinsam.